Zum zweiten Mal ist Ramo Haradinaj zum Regierungschef des Kosovo gewählt worden. Das Parlament stimmte mit einer knappen Mehrheit für den 49-Jährigen. Die Opposition verließ vor der Abstimmung den Saal. Haradinaj ist Chef der konservativen Allianz für die Zukunft des Kosovo. Seine Regierung stützt sich auf eine Parteienkoalition früherer Kriegskommandeure und die Stimmen der serbischen Minderheit. Er war in den 1990er Jahren Kommandeur der UÇK, der kosovarischen Befreiungsarmee, und hatte für die Unabhängigkeit des Kosovo von Serbien gekämpft. Serbien wirft dem ehemaligen Kommandanten Kriegsverbrechen vor. Der Regierungschef musste sich schon zweimal vor dem Kriegsverbrechertribunal in Den Haag verantworten, wurde aber freigesprochen. Das Kosovo hatte 2008 seine Unabhängigkeit von Serbien erklärt, doch das Nachbarland erkennt den neuen Staat nicht an.